Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video würde ich gerne mit dir mal die Frage klären, wie kannst du eigentlich überhaupt Geld verdienen, und zwar in jedem Szenario. Weißt du, wir gucken uns ganz oft an, was es für tolle Möglichkeiten gibt, im Internet Geld zu verdienen oder generell als Dienstleister, als Startup, als Produktgeber, was auch immer. Nur oft wird nicht ganz da bedacht, was eigentlich dahinter stehen muss, um dann wirklich Geld verdienen zu können. Denn wir können nicht einfach irgendeine tolle Idee haben, eine fixe Idee, einfach schnell zu Geld machen. Weil dann könnte ja im Prinzip jeder reich sein und viel Geld verdienen. Das heißt also, es muss irgendwie ein bisschen komplexer sein. Und diesen Prozess, wie du Geld verdienen kannst, auch im Internet, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Denn das Erste, was du brauchst, und das machen viele Leute falsch, du brauchst das Verständnis, dass es eine gewisse Personengruppe gibt, oder wenn wir im B2B-Bereich sprechen, eine gewisse Branche oder generell irgendwelche Gruppierungen, die ein gewisses Problem haben. Das heißt also, du musst erstmal gucken, dass du irgendwo Probleme identifizierst von Menschen in deiner Umgebung, von Unternehmen in deiner Umgebung. Mach dir da Gedanken. Hast du schon mal irgendwas gehört? Ja, kennst du jemanden, der selbstständig ist, der ein Unternehmen hat? Ja, kennst du Angestellte, die Probleme eines Unternehmens kennen und immer wieder definiert haben? Ja, oft beschweren sich Menschen über diese Probleme auch. Das musst du erstmal herausfinden. Und wenn du dann gemerkt hast, dass es eine gewisse Personengruppe beispielsweise gibt, die ein Problem hat, dann geht es darum, dass du diese Gruppe definierst, ja? Denn wenn du diese Personengruppe definierst, dann ist das deine Zielgruppe. Das Wort wirst du dann im Laufe deines Unternehmertums immer wieder hören. Zielgruppen, darum dreht sich alles, wenn es darum geht, Produkte zu definieren, zu kreieren und auch zu vermarkten. Das heißt also, du musst gucken, dass du jetzt diese Zielgruppe definierst. Ich gebe dir mal ein praktisches Beispiel. Ich habe mit sehr vielen Branchen zusammengearbeitet und möchte dir das mal ein bisschen praktischer machen. Ja, das heißt also, eine Personengruppe wären jetzt zum Beispiel Menschen, die anderen Leuten helfen, ihr Zuhause zu finden, ja, die Leuten helfen, ihre Häuser zu verkaufen und so weiter. Also Zielgruppe Immobilienmakler. So, die Immobilienmakler. Wenn ich weiß, okay, die Leute haben ein gewisses Problem, und was haben die Leute für ein Problem? Ganz klar, im Immobilienbereich ist es schon seit langer Zeit so, dass die Leute zwar gutes Geld verdienen können als Immobilienmakler und der Bedarf nach neuen Immobilien ziemlich groß ist. Also es gibt viele Leute, die ein neues Zuhause suchen oder im Unternehmertum Leute, die ein neues Büro suchen. Das gibt es viel. Was es aber nicht gibt oder sehr, sehr beschränkt nur gibt, sind eben Leute, die ihre Immobilien verkaufen wollen, ja. Also es gibt viel weniger verkaufsbereite Leute, die ihr Heim verkaufen möchten beispielsweise, als Leute, die eben neue Heime gerne kaufen würden. Und deswegen ist das große Problem. Das ist auf der einen Seite für Immobilienmakler, für diese Personengruppe eben eine große Nachfrage gibt in dem Markt, aber es gibt sehr wenig Angebote. Der Immobilienmakler ist ja der Vermittler zwischen Nachfrage und Angebot in dem Bereich. Und der kann die Nachfrage gar nicht stillen, obwohl sie so stark da ist, und muss irgendwie händeringend versuchen, das Angebot einfach irgendwie, ja, die Angebotsseite zu pushen, sage ich jetzt mal. Ja. Das heißt also, der nächste Schritt ist, dass du jetzt in dem Beispiel eine Lösung finden müsstest, erstmal eine theoretische Lösung, wie du Immobilienmaklern helfen kannst, neue Häuser in ihren Bestand zu bekommen, neue Objekte in ihren Bestand zu bekommen, damit die das verkaufen können. Und damit diese Seite der Nachfragenden, die ganzen Leute, die ein neues Haus haben möchten, endlich dann auch dazu kommt. Das heißt also, wie kann man jetzt so ein Problem lösen? Wie kannst du Immobilienmaklern jetzt zu mehr Hausverkäufern ja, helfen? Und eine Möglichkeit, da muss ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber wäre natürlich Marketing. Das heißt, wenn du irgendeine Marketingmethode kennst, wie du Hausverkäufer ansprechen könntest, ja, dann kannst du das als theoretische Lösung definieren mit Marketing Variante X auf Plattform Y mit der Vorgehensweise Z, kann ich Hausverkäufer generieren für Immobilienmakler. Und das wäre im Prinzip dann auch schon der nächste Schritt, dass du gesagt hast, okay, theoretisch kann ich mit einer Marketingmethode ja bestimmt an Hausverkäufer drangehen, an eine gewisse Zielgruppe rangehen, und jetzt eben die praktische Lösung definiert. Okay, mit der Methode kann ich das auch wirklich tun. Und jetzt ist es wichtig, wenn du die Methode definiert hast, dass du dir jetzt natürlich die Skills aneignest, dass du mit dieser Methode umgehen kannst. Ja, gerade im Marketing, wenn wir dabei bleiben, musst du natürlich die Werbeplattform beherrschen, auf der du Marketing betreiben willst. Du musst es schon können. Also es ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, immer auch Qualität zu liefern. Weil wenn du
Probleme definiert hast, Zielgruppen definiert hast und, das ist alles wunderbar. Und wenn du auch eine Lösung kennst, ja, auch super. Aber wenn du diese Lösung nicht richtig anbieten kannst und nur theoretisch den Leuten sagst, ich kann dir helfen, aber ihnen auch nicht wirklich hilfst, dann wirst du keinen Erfolg haben als Dienstleister. Du wirst zwar was verkaufen können, ja, je nachdem, wie gut du im Verkauf bist, aber darum geht es ja am Ende nicht als Dienstleister. Auch oder generell, wenn du Geld verdienen möchtest und anderen Leuten etwas gibst, dann möchtest du ja auch möglichst Qualität liefern, ob du jetzt Dienstleister oder auch Produktverkäufer oder was auch immer bist. Deswegen Skills aneignen, ja, im Marketing, im Produktdesign, wo auch immer, wo doch immer welcher Branche du bist, damit die Leute eben jetzt auch gut von dir versorgt werden können. Bei unserem Beispiel Immobilienmaklern, wie gesagt, wäre jetzt eben die Methode, du musst dir eine Marketingplattform aussuchen, mit denen du Hausverkäufer generieren kannst und dann musst du gucken, dass du diese Werbeplattform eben beherrschst und Werbeanzeigen schalten kannst und so weiter, mit Budgets umgehen kannst. Das heißt also, sobald du diesen Skill kultiviert hast, kannst du jetzt sagen, lieber Immobilienmakler, ich kann dir eine Lösung für dein Problem anbieten. Du brauchst Hausverkäufer. Ich weiß, wie ich sie dir geben kann. Ich brauche so und so viel Budget und dann kannst du in dem und dem Zeitraum das und das erwarten. Ja? Und so kannst du ein unwiderstehliches Angebot definieren. Denn hättest du jetzt gesagt, ja, ich will dir vielleicht noch ein Beispiel geben, warum das so wichtig ist, diesen Prozess so einzuhalten. Wenn du eine Zielgruppe definiert hättest mit Immobilienmaklern, aber du hättest jetzt zum Beispiel das Problem nicht definiert, ja, du hättest nur gesagt, ich finde Immobilienmakler ist eine interessante Branche, ich möchte denen eine Dienstleistung anbieten. Und vielleicht kannst du ja sogar schon Marketing. Wenn du jetzt aber nicht weißt, was das Problem der Zielgruppe ist, dann gehst du auf die Zielgruppe Immobilienmakler los und sagst, hey, möchtest du neue Kunden generieren? Also das ist zum Beispiel schon mal keine gute Ansprache und du löst kein Problem, weil Kunden generieren, okay, ist zwar vielleicht ein Grundproblem von vielen Unternehmen, dass sie immer mehr Kunden haben wollen, das schon, aber es ist kein Problem, was einen richtigen Schmerz beinhaltet. Ja, aber diesen Schmerz, dass die Immobilienmakler im Prinzip Hausverkäufer brauchen, weil wenn sie die mehr hätten, könnten sie viel mehr Geld verdienen, weil die Nachfrage ja da ist. Das ist ein Schmerz, wenn du den adressierst, ist es eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass du verkaufst, als wenn du nur so ein breites Problem ansprichst wie Kunden. Ja? Ich hoffe, du verstehst ein bisschen, was ich damit meine, wie wichtig es ist, diesen Prozess einzuhalten. Und wenn du ihn einhältst, dann kann ich dir sagen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du Geld verdienen wirst. Dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass eben der Verkaufsprozess dann eben von dem Produkt oder von deiner Dienstleistung, die du später hast, auch viel, viel einfacher ist. Und dann kannst du dich darauf einstellen, Geld zu verdienen, egal in welcher Branche du gerade bist. So, ich hoffe, diese Tipps haben dir gefallen. Das war mir einfach wichtig, mal diesen grundlegenden Prozess von Geld verdienen, dir eben nochmal klar zu machen, dass du eben nicht diesen Prozess falsch angehst und damit dann eben eine Unternehmung startest oder eine Dienstleistung startest oder ein Produkt kreierst, was vielleicht keiner will. Mach das hier, das ist essentiell wichtig für alles, was du im Unternehmertum oder im Geld verdienen im Internet jemals machen wirst. Und dann wird das auch gut funktionieren. Wenn es dir gefallen hat, gerne das Video liken, abonniere den Kanal, denn solche Tipps und Tricks wird es immer wieder geben, auch solche Aufklärungsvideos, auch Insights aus dem Unternehmertum. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.